Hallo zu Einfach Thermomix. Wir haben heute ganz fantastische Rezepte von dem Wintergemüse überhaupt. Die Rede ist natürlich von Grünkohl. Und wir zeigen euch heute drei Rezepte, wie ihr Grünkohl wahrscheinlich noch nie zubereitet habt. Und los geht's jetzt mit einem super leckeren Grünkohl-Kichererbsen-Eintopf. Und los geht's, wie könnte es anders sein bei einem Grünkohl-Rezept mit Grünkohl? 150 Gramm braucht ihr davon, ohne Strunk in Stücken. Jetzt setzen wir den Deckel ohne Messbecher wieder oben drauf. Nehmen den Spatel und zerkleinern alles 30 Sekunden auf Stufe 5. Unseren zerkleinerten Grünkohl füllen wir jetzt erstmal wieder in ein Schälchen um und geben dann einen Bund abgezupfte Petersilie in den Mixtopf. Dazu kommt ein Teelöffel Korianderkörner, eine Knoblauchzehe, 150 Gramm Zwiebeln halbiert, dann 15 Gramm frischer Ingwer in Scheiben. Und dann kommt der Deckel wieder drauf und alles wird 4 Sekunden auf Stufe 6 zerkleinert. Jetzt schieben wir einmal alles mit dem Spatel nach unten und geben dann noch 20 Gramm Kokosöl in den Mixtopf. Jetzt setzen wir den Deckel ohne Messbecher wieder oben drauf und dünsten alles 5 Minuten bei 120 Grad im Linkslauf. Hinzu kommen jetzt 750 Gramm Wasser, 2 gehäufte Teelöffel selbstgemachte Gewürzpaste oder 2 Brühwürfel Gemüsebrühe, 1 Teelöffel Salz, 1/2 Teelöffel Pfeffer und natürlich noch unser zerkleinerter Grünkohl, ein deutsches Superfood, wenn man so möchte, eine ganz tolle Mineralstoffquelle und Vitaminquelle. Und dann kommt der Deckel mit dem Messbecher wieder oben drauf und wir garen alles 17 Minuten bei 100 Grad im Linkslauf. Und jetzt kommt noch eine Dose Kichererbsen mit Sud hinzu, das sind so ungefähr 400 Gramm. Kichererbsen schmecken natürlich nicht nur lecker, die sind auch ein richtig guter Eiweiß- und Energielieferant. Jetzt kommt der Deckel wieder drauf und dann erhitzen wir nochmal alles bei 100 Grad für 2 Minuten im Linkslauf. Und wenn ihr den Grünkohl-Kichererbsen-Eintopf dann serviert, gebt noch ein bisschen Sojajoghurt oben drauf, schmeckt richtig lecker. Und jetzt machen wir einen leckeren Grünkohl-Apfelsalat und los geht's da mit einer Zwiebel halbiert. Dann braucht ihr 5 Stängel Petersilie, abgezupft. Und dann kommt der Deckel wieder oben drauf und alles wird 4 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinert. Jetzt kommt der Grünkohl hinzu und zwar 100 Gramm in groben Stücken ohne Strunk. Hinzu kommen jetzt 250 Gramm Äpfel, da nehmt ihr am besten säuerliche, zum Beispiel Cox Orange oder halt eben Elster, aber das könnt ihr natürlich nach eurem eigenen Geschmack entscheiden. Die werden dann geviertelt und entkernt. Jetzt kommt der Deckel wieder oben drauf, allerdings ohne Messbecher, sondern mit dem Spatel und dann wird alles 25 Sekunden auf Stufe 4 zerkleinert. Mit dem Spatel jetzt einmal alles nach unten schieben und dann machen wir mit der Soße weiter. Da geht's los mit 125 Gramm Joghurt. Hinzu kommt 1 Esslöffel Agavendicksaft, 2 Esslöffel Öl, 2 Esslöffel Zitronensaft, 1/2 Teelöffel Salz und 1/2 Teelöffel Pfeffer. Der Messbecher kommt wieder in den Deckel, Deckel mit Messbecher oben drauf und dann alles 6 Sekunden auf Stufe 3 im Linkslauf verrühren. Und jetzt könnt ihr euren Grünkohl-Apfelsalat abschmecken, umfüllen und dann, damit er richtig gut schmeckt, noch 30 Minuten ziehen lassen. Und jetzt machen wir noch einen leckeren Grünkohl-Aufstrich mit euch. Und da brauchen wir als erstes 70 Gramm Grünkohl, frisch in Stücken und die größeren Blattrippen vorher entfernen. Hinzu kommen 200 Gramm Wasser. Und dann kommt der Deckel wieder drauf und der Grünkohl wird 14 Minuten bei 100 Grad gegart auf Stufe 1. Den Grünkohl jetzt in den Garensatz abgießen, dann mit kaltem Wasser abschrecken und abtropfen lassen und dann mit Küchenpapier trockentupfen. Unseren Mixtopf haben wir jetzt einmal kalt ausgespült und geben dann unseren gegarten Grünkohl wieder rein. Und hinzu kommen jetzt 30 Gramm getrocknete Tomaten in Öl, aber abgetropft. Dann noch 3 Stängel Dill abgezupft. Noch 1/4 Teelöffel Salz, 1/4 Teelöffel Pfeffer und dann wird alles 2 Sekunden auf Stufe 8 zerkleinert. Jetzt schieben wir einmal alles mit dem Spatel nach unten und zerkleinern danach nochmal alles 2 Sekunden auf Stufe 8. Jetzt nochmal kurz alles mit dem Spatel nach unten schieben und dann kommen noch 300 Gramm Frischkäse hinzu. Dann kommt der Deckel wieder oben drauf und dann wird alles 10 Sekunden auf Stufe 4 verrührt. Mehr tolle Varianten für Grünkohl gibt es übrigens auch aus der Thermomix-Community. Guckt doch einfach mal in der Rezeptwelt vorbei. Dann probiere ich mal. Ich bin ja eh großer Grünkohl-Fan. Gerade für den Winter, finde ich, ist das jetzt richtig schön mit dem Ingwer. Der heizt einem so richtig ein. Ich muss gestehen, ich habe noch nie Grünkohl als Salat gegessen. Ich bin gespannt.
Boah, mit dem Apfel schön erfrischend. Hätte ich nicht gedacht. Jetzt Grünkohl als Aufstrich, mal schauen. Klar, der Frischkäse kommt durch, aber dass der Grünkohl so gut als Aufstrich funktioniert, zusammen mit den getrockneten Tomaten und dem Dill, so ein ganz bisschen, auch super lecker. Drei Grünkohl-Varianten habt ihr gesehen. Welche davon schmeckt euch denn am besten? Schreibt uns das doch mal in die Kommentare. Und klickt in eins von den beiden hier rein. Die sollen auch sehr lecker sein, habe ich mir sagen lassen. Wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid, da würden wir uns sehr freuen. Und wer es noch nicht gemacht hat, kann natürlich hier noch auf Abonnieren klicken. Tschüss!